Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute möchte ich ein Gedicht mit dir teilen, das ja mich immer wieder sehr ermutigt und ja, vielleicht auch dich. Unsere größte Angst ist nicht unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll? Aber wer bist du es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Sich klein zu machen, nur damit sich andere um dich herum nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Dieses Gedicht ist von Marianne Williamson und wurde von Nelson Mandela in seiner Antrittsrede zur Präsidentin in Südafrika 1994 verwendet. Ja, ich hoffe, es inspiriert dich und ich sende dir ganz viel Liebe. Adieu.